Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Trickbetrüger gaben sich als seriöses Firmenpersonal aus. So konnten sie vertraulich die Wohnungen älterer Herrschaften gelangen. Dabei wurde Goldschmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Die Opfer der kriminellen Betrugsmasche waren Senioren. Die Polizei appelliert unbedingt, bei unangekündigten Firmenvertretern einen Firmenausweis zu fordern. Am 30. November war Bürgermeister Thomas Bayer vor Ort bei der Berufsfeuerwehr in Wismar. Der Bürgermeister steckte Dirk Sawiaczynski neue Schulterstücke an. Diese repräsentieren nun seine Beförderung. Seit 12 Jahren wurde die Hochbrücke in Wismar nicht mehr von Schwerlastern befahren. Für einen Belastbarkeitstest wurde die Hochbrücke am 29. November gesperrt. Mehrfach fuhr ein 40 Tonnen schwerer Laster über sie hinweg. Unter der Brücke saßen Mitarbeiter des Ingenieurbüros MKB und konnten so den Zustand der Brücke überprüfen. Die Brücke sei nicht gefährdet einzustürzen und kann weiterhin sicher befahren werden, so das Ingenieurbüro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen.